Am Ende meiner Domain Exploration habe ich Use Cases und ich habe ein fachliches Datenmodell und ich kann die beiden mit Hilfe einer CRUD-Matrix miteinander vergleichen, um Lücken zu finden. Und das kommt jetzt. Wenn ich unsere Modellierung, die wir bis jetzt gemacht haben, einordne, dann sehe ich, dass wir uns bis jetzt in dem Teil der Anforderungsspezifikation, der Domain Exploration, der Nutzerperspektive aufgehalten haben. Wir haben auf das Verhalten geschaut, auf die Use Cases, wir haben auf die Struktur geschaut, auf das fachliche Glossar und das fachliche Datenmodell. Interessant ist jetzt nochmal, die beiden miteinander zu vergleichen, um zu schauen, ob wir vielleicht Dinge vergessen haben. Und das geht mit einer relativ simplen Technik. Es ist ja so, wenn ich mir das fachliche Datenmodell anschaue, hier in weiß, und dann den Use Case, dann kommen ganz zwingend die Begriffe aus dem fachlichen Datenmodell und dem Glossar im Use Case vor. Und ich kann ganz einfach mit einer Matrix miteinander vergleichen, ob denn alle Begriffe auch tatsächlich vorkommen und vor allen Dingen, wie sie vorkommen. Ich nutze hier ein Schema, was letztlich aus der Betrachtung von Datenbanken kommt, nämlich die Unterscheidung nach Create, Read, Update und Delete, auch genannt CRUD. CRUD sollte Ihnen bekannt sein. Was ich jetzt tue, ist, ich mache eine Matrix, in der ich auf der einen Achse meine Geschäftsobjekte auftrage, also die Elemente aus meinem fachlichen Datenmodell. Das habe ich jetzt hier in der horizontalen Achse gemacht. Da habe ich die Objekte Bestellung, Einzelposten, Produkt, Kunde. Ich habe mir also hier so einen Use Case aus dem E-Commerce-Bereich hergenommen als Beispiel. Und auf der senkrechten trage ich die Use Cases auf. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier Use Cases gefunden habe wie eine Bestellung aufnehmen, eine Bestellung bearbeiten, eine Bestellung löschen, ein Produkt neu erfassen und in meinen Katalog aufnehmen und dergleichen mehr. Jetzt gehe ich durch die Szenarien jedes einzelnen Use Cases durch und schaue mir an, in welcher Weise das entsprechende Geschäftsobjekt dort behandelt wird. Also ich nehme zum Beispiel an, dass die Bestellung im Use Case Bestellung aufnehmen angelegt wird. Also trage ich da ein C ein. Bearbeiten tue ich die Bestellung dann im Use Case Bestellung bearbeiten, wie der Name schon sagt. Also wäre das dann ein Read und ein Update. Und ich habe auch einen Lösch-Use Case, nämlich Bestellung löschen. Da wird die Bestellung gelöscht, also ein D. Das heißt, ich habe für die Bestellung meinen CRUD-Zyklus erfüllt. Für andere Elemente habe ich das nicht. Wenn ich zum Beispiel auf den Einzelposten schaue, dann fehlt mir hier eine Möglichkeit, einen Einzelposten in der Bestellung wieder zu löschen. Wenn ich auf das Produkt schaue, dann kann ich das zwar anlegen, in Produkt erfassen und ich kann es auslesen in diversen Use Cases. Aber ich kann es nicht aktualisieren, also das Update fehlt und ich kann es auch nicht aus dem Katalog wieder löschen, das Delete fehlt. Und dito verhält es sich mit dem Kunden. Das heißt, ich finde auf diese Weise relativ leicht fehlende Use Cases. Also ich brauche mindestens mal die Use Cases Einzelposten entfernen und dann sowas wie Produktdaten prüfen, Produktdaten ändern, Produkt aus dem Katalog nehmen, Kunde neu anlegen, Kundendaten ändern, Kunde aus dem System löschen und wahrscheinlich noch eine Handvoll von Use Cases mehr. Nicht jeder unvollständige CRUD-Zyklus muss notwendigerweise ein Versäumnis sein. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Kunden anschaue, dann kann es ja sein, dass das Management des Geschäftsobjektes Kunden gar nicht im Fokus oder im Scope meines Software-Systems, meines, in diesem Fall meines E-Commerce-Portals liegt, sondern vielleicht gibt es schon ein Kundenmanagementsystem und dieses Kundenmanagementsystem kann ich als sogenanntes Um-System ansprechen und von da mir die Kundendaten holen. Das heißt, ich würde hier nur lesend zugreifen und das ist dann auch ganz in Ordnung so, weil alle anderen Operationen, einen Kunden anlegen, Kundenprofil ändern oder einen Kunden löschen, würde ich dann woanders machen, nämlich in diesem Kundenmanagementsystem. Das sind also Betrachtungen, die kann ich aus den Use Cases selbst und dem fachlichen Datenmodell so nicht entnehmen. Da muss ich mit der Fachseite in den Dialog gehen und schauen, was gibt es für Umsysteme und was ist der Scope, was ist der Fokus meines geplanten Software-Systems. Es kann auch sein, dass ich
nicht nur fehlende Use Cases bemerke, sondern vielleicht bemerke ich auch ein fehlendes Geschäftsobjekt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen seltener der Fall sein, weil ich ja, wenn ich Textanalyse betrieben habe und da keine Fehler gemacht habe, eigentlich alle Hauptworte entdeckt haben sollte. Aber vielleicht sind die Texte für die Use Cases ja auch anders entstanden als der oder die Texte, aus denen ich dann das fachliche Datenmodell gewonnen habe. Und vielleicht kommt in den Use Cases eine Referenz auf eine Verpackung eines Produktes vor, dass ich also in der Bestellung dann für das Produkt oder die Produkte, die zu verschicken sind, die richtige Verpackung auswähle. Und das könnte nochmal ein Hinweis sein, wenn das noch nicht in meinem fachlichen Datenmodell drin ist, dass ich auch ein Geschäftsobjekt Verpackung brauche und dass ich also mein fachliches Datenmodell entsprechend ergänzen muss, so wie hier dargestellt, dass zu einem Produkt dann auch noch eine Menge von Verpackungen dazugehören, die für das Produkt vorgesehen sind. Spielen wir das noch einmal kurz durch für das Beispiel, was wir bei den Use Cases und beim fachlichen Datenmodell verwendet haben. Wir haben unser Campus-Management-System angeschaut. Wir haben zwei Use Cases gefunden, nämlich Manually Enrolled Student und Store Resume for a Student. Wenn ich jetzt mal versuche, diese Buchstaben einzutragen und ich nehme den Clerk, dann kommt der in beiden Use Cases in gewisser Weise lesend vor. Der Clerk ist so ein bisschen so ein Sonderfall, da kommen wir gleich noch drauf. Dann haben wir den Student, der wird in dem Manually Enrolled Student Case wird der angelegt, also C. Und da wo das Resümee gespeichert wird, da wird er gelesen und aktualisiert, also R und U. Die Adresse wird in dem ersten Use Case angelegt und das war es aber auch. Das Study Program wird nur ausgelesen. Für die University gilt etwas Ähnliches wie für den Clerk. Die kommt in gewisser Weise nur lesend vor und das Registry-System kommt in gewisser Weise auch nur lesend vor und zwar auch nur in dem ersten Use Case. Wenn ich jetzt mal auf die Auswertung schaue, dann habe ich drei Geschäftsobjekte, auf die ich eher mich konzentrieren sollte, nämlich Student Address und Study Program. Warum die anderen drei nicht so sehr? Der Clerk würde nur dann in unserem Software-System eine Rolle spielen, wenn ich ihn tatsächlich auch speichere in meinem System. Also wenn ich zum Beispiel speichern will, welche Aktivität wurde durch einen bestimmten Sachbearbeiter ausgeführt, im Sinne eines Audit Trails, also wer hat tatsächlich welche Änderungen vorgenommen. Wenn das der Fall ist, müsste ich mitspeichern, wer war gerade eingeloggt und an einer bestimmten Operation beteiligt. Das ist in Deutschland immer eine sehr heikle Angelegenheit, weil man dann direkt mit dem Personalrat oder dem Betriebsrat aushandeln muss, weil das ja sozusagen eine implizite Überwachung der Mitarbeitenden ist. Das ist in der Praxis nur schwer durchzusetzen. Meistens nur dann, wenn wir uns in einem Hochsicherheitsbereich bewegen. Ich würde mal sehr stark vermuten, dass in einem realen Softwaresystem dieser Art, wie zum Beispiel bei uns an der TH Köln, dass das nicht erfasst wird, wer eine solche Änderung vornimmt. Ich weiß es nicht sicher, es ist nur eine Vermutung. Von daher würde ich den Clerk an der Stelle mal rauslassen. Wenn wir einen Audit Trail machen wollen, wenn wir wissen wollen, wer hat was getan im System, dann würde definitiv etwas fehlen. Dann müssten wir die Create und Update und Delete Use Cases für den Clerk noch mit hinzufügen. Und die beiden University und Registry System sind Umsysteme, die in dem Transfer zum logischen Datenmodell sofort rausfliegen werden. Das werden wir dann im mittleren Teil dieser Veranstaltung uns anschauen. Ich habe sie jetzt mal drin gelassen, der Vollständigkeit halber. Das ist guter Stil im fachlichen Datenmodell, weil es immer mal sein kann, dass sowas auch ins logische Datenmodell rübergeht. Aber in diesem Fall sehe ich da keinen Bedarf für. Um mal ein bisschen die Diskussion schon mal aufzumachen. Sowas wie University würde ich dann zum Beispiel brauchen, wenn ich ein System designe, was für mehrere Universitäten passen soll, also ein mandantenfähiges System. Deswegen ist es sinnvoll, das im fachlichen Datenmodell drin zu lassen. Wenn ich aber nicht vorhabe, mandantenfähig zu werden, kann ich die University direkt rauslassen.
Und bei dem Registry System ist es ähnlich. Das will ich nur eigentlich dann wirklich im System speichern, wenn ich das Ganze konfigurierbar mache. Also wenn ich ein System baue, was auf verschiedene Universitäten passt und jede der Universitäten hat vielleicht eine andere Art, ihre Matrikelnummern zu generieren. Dann muss ich mir irgendwie im System hinterlegen, was wirklich passieren soll, welches System gerufen werden soll, um eine Matrikelnummer zu bekommen. Wenn das nicht der Fall ist, und da gehe ich mal von aus Einfachheitsgründen hier, dann ist es einfach ein hartcodierter Call im Code und dann brauche ich das nicht nachzuhalten. Wo wir uns aber Sorgen drum machen sollten, das wäre der Student. Hier habe ich tatsächlich nur den C, den R und den U-Fall. Ich habe den Studenten nicht, ich kann ihn nicht exmatrikulieren, das fehlt also. Ich habe bei der Adresse keine Möglichkeit, die Adresse zu aktualisieren oder zu löschen. Und ich habe komplett das Management der Studiengänge noch nicht abgedeckt. Das wird wahrscheinlich ein eigenständiges System sein. Das wäre ein ähnlicher Fall unter Umständen wie eben das Kundenmanagementsystem in dem Beispiel. Aber ich muss darauf eingehen, ich muss dazu Stellung beziehen. Damit haben Sie eine sehr einfache Form kennengelernt, Ihre Use Cases und Ihr fachliches Datenmodell auf Vollständigkeit zu prüfen. Sie tragen einfach fachliches Datenmodell und Use Cases auf die waagerechte und die senkrechte Achse einer Matrix auf und tragen in den Zellen der Matrix die Buchstaben C, R, U oder D ein, aus dem CRUD-Zyklus, deswegen CRUD-Matrix, und gucken dann, sind alle Geschäftsobjekte vollständig abgedeckt? Gibt es für jedes Geschäftsobjekt ein C, ein R, ein U und ein D? Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es vielleicht einen guten Grund, dass das nicht der Fall ist. Und wenn etwas fehlt, dann ergänzen Sie eben den entsprechenden Use Case.